Du arbeitest noch? So langsam nimmt der Club Form an. Ich habe 3 neue Locations aufgetan und alle 3 sind vielversprechend. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, bis es endlich soweit ist und wir eröffnen. Mein erster Auftritt auf meiner eigenen Bühne. Bescheidenheit war noch nie deine Stärke. Oh, du Stumpf. Okay, das hätte ich anders gewollt. Nein. Ich kann das nicht. Das ist doch nicht schlimm. Für mich ist es schlimm. Ich will es und ich will dich. Aber ich kann das einfach nicht. Jetzt sagt schon, warum sollten wir denn so früh herkommen? Wir sind extra bei Oma aufgebrochen, weil du so bedeutungsvoll geklungen hast. Ich würde erst noch gern kurz warten auf Marlene. Guten Morgen. Hey, mein Schatz. Guten Morgen. Marlene, hallo. Tristan. Was macht ihr denn hier? Kommst du kurz mit? Ja, klar. Wenn du noch mal missbrauchst, lass mich kennen. Kimi? Ja, es geht um Hagen und mich. Ich wollte, dass du es erfährst, bevor wir Mama und Papa es erfahren. Schwanger oder heirat? Wir sind verlobt. Wow. Na, das ging jetzt richtig schnell. Ist es okay für dich? Ja, ist es, klar. Ich freue mich riesig für euch. Wirklich? Ja, sicher. Es ist nur so ein bisschen skurril, der eigenen Schwester zur Verlobung mit dem Ex-Mann zu gratulieren. Ja, vielleicht haben wir ja jetzt wirklich endlich den Richtigen gefunden. Ja. Vielleicht. Stimmt irgendwas nicht mit dir, Tristan? Ach Quatsch, hey, was soll denn da nicht stimmen? Ja, und jetzt lass uns am besten wieder reingehen. Mama und Papa, die warten doch schon auf diese fantastische Neuigkeit. Ja. Ich glaube, sie wissen es schon. Herzlichen Glückwunsch. Hast du schon gesagt? Ja, hey. Du bist doch wirklich sicher, dass du diesen Karl heiraten willst? Also, ich würde es mir noch mal überlegen. Ich hoffe, du weißt, was bei Vollmond mit ihm passiert. Danke. Mit euch als Familie braucht man keine Feinde. Auch im Namen des gesamten Hauspersonals meine allerherzlichsten Wünsche. Vielen Dank. Oh. Sie müssen übrigens mittrinken. Danke nochmal für die Hilfe. Ja, dann lasst uns anstoßen. Ja, Hagen. Auf ein Neues. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Schade, dass Ihre Frau halt gar nicht dabei sein kann. Hätte es nicht gereicht, dass sie dir deinen Mann ausspannt? Jetzt wird sie ja noch jeden Tag hier mit am Esstisch sitzen. Hey, nichts gegen meine Schwester, okay? Sie streut dir mit dieser Show Salz in die Wunden. Und du willst noch weiter darin rumwühlen? Hört auf, bitte. Es ist okay. Entschuldigung, hast du was gesagt? Da merkst du es nicht, dass du mit deinen Kommentaren alles nur noch schlimmer machst? Oh, Fräulein Bikini versucht sich als Hobbypsychologin. Muss das jetzt sein? Ich dachte, du wärst ihre Freundin. Ich dachte, du willst deinen Job behalten. Okay, hört auf damit. Sofort. Es ist okay für mich und es geht mir gut. Verstanden? Gut. Hm, hast du ja sogar hinbekommen. Rebecca, wann lernst du eigentlich den Mann fürs Leben kennen, der dir beibringt, deinen Mund nicht zum Sprechen zu benutzen? Überarbeiten soll, das ist so eine typische Tanja-Schikane. Das ist mir echt ein Rätsel, wie du mit der befreundet sein kannst. Na ja, ich meine, vielleicht kannst du wirklich noch die ein oder andere Kleinigkeit verändern. Tanja ist eben Perfektionistin. Ja, darin andere Leute fertig zu machen. Sag mal, der müsste dir eigentlich genau passen. Und am Körper könnte ich auch viel besser beurteilen, was mit dem Schnitt noch nicht stimmt. Nee, lieber nicht. Oh Gott, entschuldige, das war wirklich. Nee, total. Okay. Weißt du, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Du bist eine schöne Frau und hast eine super Figur. Danke. Es ist nur seit dieser Vergewaltigung, da fühlt sich mein Körper an wie ein Stück Holz. Ich kann mich nicht mehr im Spiegel angucken und ich will schon gar nicht, dass andere mich so sehen.
Alle. Auch Tristan. Was gibt's denn? Oh, sorry, ich kann doch einen anderen. Nein, nein, schon okay. Es tut mir leid. Es ist nur, mir rinnt die Zeit davon. Komm rein. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich vorhin so abweisend zu dir war. Ach, das ist schon okay. Ich verstehe dich. Das, was du erlebt hast, ist nicht mal eben nach ein paar Wochen.